Sie sind hier, 9. Juli 2018, 23.08 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. David Stoll verbesserte seine Jahresbestweite. Urheberrecht Getty Images. David Stoll und Christina Schwanitz sind beim Leichtathletik-Meeting in Biberach nicht zu schlagen. Beide stoßen neue Saisonbestweiten. Die zweimalige Europameisterin Christina Schwanitz und Ex-Weltmeister David Stoll haben sich 4 Wochen vor der Berliner Heim-EM der Leichtathleten im Kugelstoßring in Medaillenform präsentiert. Die 32-jährige Schwanitz steigerte sich vor 2000 Zuschauern beim Leichtathletik-Meeting in Biberach gleich im ersten Versuch auf die europäische Saisonbestweite von 19,78 Metern. Stoll verbesserte seine Jahresbestweite gleich um 44 cm auf 21,62 Meter. Gleich 4-mal landete seine Kugel jenseits der 21,40 Meter. In Europa ist der zweimalige Weltmeister Stoll damit die Nummer 2. Besser war bislang nur der polnische Vize-Europameister Michael Haratik, der die kontinentale Rangliste mit 22,08 Metern anführt. Schwanitz dürfte aktuell auf dem Kontinent kaum zu bezwingen sein. Punkt. Die Nummer 2 der europäischen Bestenliste ist mit 19,14 Metern die Weißrussin Aljona Dubiskaja, für die dies zugleich einen persönlichen Bestwert darstellt.